Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video möchte ich dir erzählen, wie du mehr Bewertungen auf deinem eBay-Verkäuferkonto bekommen kannst. Und das Ganze völlig legal und ganz einfach. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei dem Video. Ja, Freunde, wie angekündigt, möchte ich euch heute zeigen, wie ihr viel, viel mehr Bewertungen bekommt bei eBay. Und das Ganze ganz einfach und völlig legal. Wenn dich solche Themen interessieren, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du dann immer auf dem aktuellsten Stand. Gib dem Video auch gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ja, ich befinde mich hier auf meinem Bewertungsprofil von eBay. Jeder kennt diese Ansicht und jeder weiß, der bei eBay handelt, dass bei eBay Bewertungen das A und O sind, ja. Das heißt, die Kunden achten sehr stark bei eBay auf das Bewertungsprofil, auf die Prozentanzahl und natürlich auch auf die Anzahl der Bewertungen. Bei 10.000 Bewertungen macht sich der Kunde meistens überhaupt keine Gedanken mehr, ob der Käufer oder Verkäufer hier seriös ist oder nicht. Im Grunde genommen sagt das Bewertungsprofil schon alles aus. Dass ihr jetzt auf solche Bewertungen kommt, davon hängt dann natürlich sehr vieles von euren Verkäufen ab, aber natürlich auch von den Kundenbewertungen. Und erfahrungsgemäß, wie es bei mir ist, bewerten etwa nur 20% der Kunden bzw. geben 20% der Kunden eine Bewertung an euch ab. Die 80% der anderen Käufer sind meistens zu faul oder vergessen es oder wie auch immer. Natürlich ist es so, dass eBay die jetzt nach einer Zeit automatisch darauf hinweist, geben Sie doch dem Kauf eine Bewertung ab, dem Verkäufer eine Bewertung ab, wie zufrieden Sie mit diesem Kauf waren. Doch die meisten Kunden ignorieren diese Nachricht, weil es halt viel Werbung auch von eBay kommt und dementsprechend werden diese Nachrichten gelöscht oder ignoriert. Jedoch ist das anders, wenn ihr dem Kunden direkt eine Nachricht schreibt. Und genau das ist das Ganze, die ganze Lösung auf das Problem. Denn ich benachrichtige den Kunden bzw. schreibe den Kunden persönlich an. Ich habe mir da so einen Mustertext gemacht, den ich an jeden Kunden verschicke. Ich muss nichts dran ändern, sondern ich spreche den Kunden quasi allgemein an. Und kann das Ganze für alle meine Verkäufe dann im Grunde genommen den Kunden direkt kontaktieren. Und dann schicke ich jeden der Kunden einfach dann diese Nachricht zu und bitte um eine Bewertung, eventuelle Fragen, wie zufrieden er mit diesem Kauf war und vieles mehr. Hier könnt ihr natürlich die Nachricht so individuell wie möglich gestalten, so dass der Kunde ja quasi super zufrieden ist und euch gerne eine Bewertung abgibt. Ein kleiner Tipp von mir, stellt diese Anfrage nicht ein paar Tage nach dem Kauf, sondern achtet darauf, dass ihr das nach der Widerrufsfrist macht. Und zwar sage ich euch, warum das so ist. Weil erfahrungsgemäß war es bei mir so, ich habe eine Woche nach dem Kauf den Kunden genauso benachrichtigt und dann haben viele Kunden aber, waren sie noch so zwiegespalten. Die haben zwar als etwas gekauft, aber irgendwie waren sie nicht ganz zufrieden mit dem Artikel, mit dem Produkt. Ja, und da waren sie in der Überlegung, soll ich das jetzt behalten oder soll ich es zurückschicken? Und in den meisten Fällen ist es so, wenn du den Kunden nicht erneut irgendwie an diesen Kauf erinnerst, weil die meisten Kunden kaufen ja etwas und lassen es dann in der Ecke liegen und die meisten vergessen auch etwas, beziehungsweise erinnern sich gar nicht mehr, was sie gekauft haben, weil so viel im Internet gekauft wird. Deshalb würde ich dir diesen Tipp geben, achte darauf, dass du die Nachricht erst nach der Widerrufsfrist an den Kunden schickst, weil so hat der Kunde immer noch die Möglichkeit, dich zu bewerten, einerseits, und andererseits kann er dieses Produkt nicht mehr zurückschicken, auch wenn du ihn jetzt daran erinnert hast und er eigentlich es zurückschicken wollte. Ja, so umgehst du natürlich sehr, sehr viele Rücksendungen und Widerrufe. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, versuche diese Bewertungsanfrage an einem Feiertag bzw. an einem Wochenende zu verschicken. Sonntags abends oder sonntagmorgens, wo die meisten Kunden ja irgendwo ganz gemütlich und locker irgendwo ihre Zeit verbringen und dann auf ihrem Smartphone rumsurfen,
und dann im Endeffekt deine Nachricht bekommen, haben die viel mehr Zeit, dir eine Antwort zu geben, anstatt dass du denen das Ganze während der Arbeitszeit an einem Werktag schickst. Sowas wird auch generell direkt ignoriert und wird vom Kunden nicht beachtet. Deshalb achte auf Zeiten. Ich mache es meistens, wie gesagt, sonntags, morgens oder abends. Das wird am besten funktionieren. Ich habe bereits auch ein Video dazu gemacht, wie du Bewertungen auch ändern kannst. Wenn du eine negative Bewertung bekommen hast und nicht weißt, wie du diese veränderst, dazu habe ich schon ein Video gemacht. Blende ich dir hier oben an, schau dir es gerne an. Ansonsten, wenn du dazu Fragen hast, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Das ist mein Tipp für dich. Damit wirst du definitiv sehr, sehr viele Bewertungen dir zusätzlich verschaffen. Natürlich kannst du nicht mehr Bewertungen bekommen, als du Verkäufe tätigst, aber dennoch wirst du hier Bewertungen nicht verschenken. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Wenn du mehr von diesem Content haben möchtest und diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann drücke gerne auf das Abonnier-Button und die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Gib dem Video auch gerne einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg beim Bewertungen anfragen. Alles Gute, ciao.